So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade meine Wäsche hinter mich gebracht und mir vorhin auch nochmal einen Kaffee geholt. Ja, was heißt Wäsche? Die hatte ich vorhin. Jetzt bin ich nochmal quasi Fahrtvorbereitung. Bisschen entlüftet und entwässert. Und so, dass wir jetzt los können. Haus- und Hofrunden habe ich auch schon hinter mir. Hinter mir? Nee, ja, hinter mir oder hinter mich gebracht. Genau. Einmal nochmal vorbei. Ja, ich war schon abklopfen. Und dann können wir auch weiter. Hier bei Brünn. Bitterkalt ist es. Und deswegen machen wir uns jetzt hier wieder schön gemütlich. Ihr seht, die Punkte habe ich gefixt mittlerweile. So, kleine 2. Das habt ihr. Bremse raus. Tannenbaum an. Motor war ich auch dran. Jetzt haben wir die ganzen Gänge angepasst. Buschi, vernünftig langsam warm jetzt. Das nächste, was jetzt kommt, ist dann an die Lautstärke im Soundmod nochmal ranzugehen. Dann an den Piwa vorne hier, an die Armaturen, die will ich, glaube ich, komplett neu gestalten. So, Abfahrtszeit hatte ich schon eingetragen, da habe ich mir mal großzügig 8 Uhr eingetragen, weil ich dachte, ich laber noch ein bisschen mehr. Heute nächste 10er, das heißt, wir können 8, 18, 10er, das heißt 11 Stunden Fahrzeit, das wisst ihr ja. Bis 19 Uhr können wir fahren. Ich fahre ja mal die. Los. So. Die Pause durch. Steht aber auch alles in der Videobeschreibung drin. Schön weiter nach Süddeutschland, würde ich fast schon sagen. Südeuropa. Hab mir heute mal einen schönen heißen Tee hier mitgebracht. Weil ich habe in Tschechien und Slowakei habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen mit Kaffee. Mittlerweile haben die auch ihre vernünftigen Automaten und alles, aber ich habe mir da schon mal so heftig den Magen verdorben mit so einem Milchkaffee oder so ein Cappuccino. Das war so in der Nähe, glaube ich, von Bratislava. Wien-Bratislava bin ich gefahren, also in der Realität. Mich hat es da so mitgenommen. Und das ist so im Kopf bei mir drin, dass ich, ja, irgendwie kaufe ich hier keinen Kaffee. Das ist einfach so eine Kopfsache. Das ist ganz schwer wieder rauszukriegen. Gespannt, wie weit wir heute ans Ziel rankommen. Also viel, super viel Zeit haben wir nicht mehr. Wie gesagt, Dienstag früh muss es, Freitag früh muss es da sein. 5:21 Uhr. Da ist nicht wirklich viel Zeit. Ja, und momentan, was heißt momentan? Daniel, mit dem hatte ich gestern noch WhatsApp. Der ist so am Tiefpunkt angelangt, kann man sagen. Geht's richtig mies.
Aber wenn es schon mal wieder zum WhatsAppen reicht, sagt er, Kopfschmerzen sind jetzt wieder ein bisschen beherrschbarer geworden, aber Fieber und so weiter, naja, das ist ordentliche Männergrippe, das heißt also, man steht kurz vorm Tod. Da muss man einfach durch den Tiefpunkt. Und dann wird es wieder besser. Ich habe normalerweise sowas. Straßenverlauf folgen. Mädel, du musst mal dein Näseln weglassen. Das ist ja. Hey, lieber Scholli. Was wollte ich sagen? Jetzt ist es weg. Achso, ja, also ich habe sowas meistens innerhalb von 4, 5 Tagen, habe ich das komplett. Also vom Beginn an bis zum Auskurieren, so hinter mir. Dann reicht es auch bis immer kurz vorm Sterben einen Tag. Weißt du nicht, wie du liegen, wie du sitzen, wie du stehen sollst. Das muss man so hinter sich bringen. Dann ist der. Das ist bei mir immer so der zweite Tag. Erster Tag merke ich schon, es geht los, Kopfschmerzen. Ah, hast du vielleicht zu wenig getrunken? Dann über Nacht kommen die Halsschmerzen dazu. Das ist so der erste Tag. Am zweiten Tag, ja, ist dann so volles Programm. Da geht es richtig bergab. Und da weißt du nicht, wie du liegen sollst, stehen, sitzen, das hatte ich ja schon. Dann kommt der dritte Tag, da geht es ganz langsam schon bergauf. Und Ah, dann geradeaus weiterfahren. das sind die alten Gebiete hier, ne, wo die Abfahrten dann einfach die rechte Spur auf der Autobahn ist. Dem Straßenverlauf folgen. Es war eigentlich auch mal ganz schön, hier noch lang zu fahren, weil ich denke mal, so lange wird es die hier nicht mehr geben, weil wenn die mit Deutschland durch sind, ich glaube, Tschechei soll ja jetzt kommen, in der Überarbeitung. Dann dürfen wir uns auch freuen. Ja. Dann werden wir uns irgendwann der Zeiten erinnern und mal nach Videos eventuell gucken und da wäre das ja eins davon. Vielleicht nenne ich das auch durch die alten Gebiete. Und dann werden wir uns daran erinnern, wie das mal früher aussah. Ne? Ich weiß, jetzt werden viele sagen, nee, ich werde es nicht vermissen. Natürlich werden wir es nicht vermissen, es wird kein Mensch vermissen, aber das ist so ein, soll ich das sagen, so ein nostalgischer Gedanke. Man erinnert sich auch gerne an bestimmte Sachen von früher, die so toll waren, wie eine bestimmte Schokolade, wie ein tolles Restaurant, also sprich eine Spitzenpizza und so weiter. Oder ich bin ja nur aus der ehemaligen DDR, Blockschokolade und so weiter. Und ach, wie toll die war. Links halten Und und dann dann geradeaus weiterfahren. isst du sie mal irgendwann mal wieder und denkst dir, jo, na, ich würde sie auch Straßenverlauf folgen. weiterhin nicht vermissen. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger schalten. Da durfte es ganz hoch einsteigen. Nicht gut für Motoren, vor allem nicht so große Motoren. Tolles Auto geworden. Richtig tolles Auto geworden. Vor allen Dingen an den 106er wollte ich schon immer mal ran und jetzt endlich kann ich ihn so fahren, wie ich das will. Geil. Oh, hier schöner Vögeledaff. Tempomat.
Blitzer. Ich war vorhin noch laufen, dass durch die kalte Luft ist die Kehle so ein bisschen gereizt. Und dann kann ich meistens immer so sprechen, wie ich das will, weil es dann anfängt zu kitzeln. Keine gute Idee gerade jetzt hier für ein Getränk. Ja, schon richtig gespannt, wie so ein DLC aussieht. Ich habe ja wirklich mit Absicht noch nichts anderes geguckt, weil ich mich einfach nicht spoilern lassen will. Und bin richtig gespannt, wie es da ausschaut, was da SCS auf den Weg gebracht hat. So, und dafür, ne? Ja. XM oder wie die heißen, ne? Oh, moin, Kollege. Es ist auch schön, wieder mit so einem großen Tank unterwegs zu sein. Du musst ja auch aufpassen, dass du es irgendwann nicht vergisst zu tanken, weil du so eine gigantische Reichweite hast. Bin mir nicht sicher, aber ich habe den Eindruck, dass der Verkehr ein bisschen intelligenter geworden ist wieder. Also ich reg mich deutlich weniger jetzt auf der Fahrt, auch seit gestern, ja, auf. Sieht so aus wie ein Bayerischen hier da oben. Budapest. Ungarn gehörte ja damals auch schon, ne? Zu den neuen Gebieten, oder? War das nicht so bei Going East mit dabei? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Machen schon 11:23 Uhr. Ich habe immer noch 1269 Kilometer vor mir. So, 1045 Kilometer mehr mit dem Püppchen schon. Also in dem Zustand hinter uns. Ich habe nach der oder zum Umbau hin habe ich alles genullt im Grunde genommen. Können wir wieder einloggen.
Ich habe mir jetzt mal hier vom DAF das originale Dashboard mal aus der Base SCS geholt. Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das aussieht, die Datei. Das sieht richtig furchtbar aus. Also muss ich mal komplett, also gerade die Tacho-Armaturen mal komplett neu aufarbeiten. Wird auch noch ein Projekt werden, aber ja, da habe ich den Spaß dran. Schon richtig weit weg von zu Hause. Ausfahrt rechts nehmen. So, ein bisschen zubremsen. Eieiei, die Straße ist aber auch hier, nicht ohne. Kennen wir hier aber alle schon. Sind schon mal da gewesen. Straßen sind gelb. Das lief gut. So, es ist 19 Uhr, dürfen wir heute. 19 Uhr, jetzt haben wir so viele Kilometer vor mir. 18 Stunden rein berechnete Fahrzeit. Hat eine enge Kiste, Freunde, enge Kiste. Da kommen wir heute früher ins Bett, morgen früher aufstehen. Sein, dass ich gerade so rauskomme aus der Geschichte. Und trödeln sollte ich natürlich nicht. So, jetzt wieder zurücklehnen. Genießt. Obligatorisch, ne? Ich gehe mal lieber wieder rein, sonst endet das ja noch tragisch. Aber das Laufen draußen, ich war ja heute Morgen noch mal laufen, selbst bei der Kälte, aber ihr merkt es an der Kehle. Ich habe jetzt keine Halsschmerzen oder so, ist halt einfach noch ein bisschen gereizt, aber es gehört dazu. Bringt auch das Immunsystem auf Trab. Und ich muss auch nicht zu allem immer einen dicken Pulli anziehen oder eine Jacke. Ich gehe dann in der Kälte, wenn es für kurz ist, auch mal im T-Shirt raus. Das tut einem ja nichts. Mal kurz frieren, macht ja nicht krank. Und... aber das Laufen heute Morgen, diese 45 Minuten, die haben schon richtig gut getan. Richtig gut getan. Weiß nicht, ob ihr das macht, aber ja, Spotter.
muss mal kurz den Vorschirm halten. Aber mir würde ohne Sport oder Laufen was fehlen. Also das heißt, heute Abend, ich habe ein bisschen Zeit, da werde ich ein bisschen Beintraining machen. Da kann man, wenn man unterwegs ist, kann man Ausfallschritte machen. Da mache ich mir eine Sporttasche voll mit Gewichten, so das ungefähr 10 Kilo. Und dann geht da mal so 20 Ausfallschritte in eine Richtung, dann wieder 20 zurück und davon 5 Mal. Ausfallschritt bedeutet, man macht einen weiten Schritt und geht dann mit dem hinteren Knie auf den Boden. Und von dort aus hoch in den nächsten Ausfallschritt, dass man dann mit dem anderen Knie hinteren auch da auf dem Boden. Ihr wisst, was ich meine. Und dabei halt ein bisschen Gewicht. Entschuldigung, ein bisschen Gewicht. Das tut mir gerade leid. Ich dachte, ich hätte laut das Mikro gedrückt. Auf die Schultern drauf. Vielleicht am Anfang erstmal ohne. Und dann werdet ihr mal sehen, die nächsten Tage. Es wird so einen mutterischen Muskelkater geben. Aber das ist so effizient. Ja, dann noch ein bisschen viele Kniebeuge danach. Und dann mache ich noch ein bisschen Rumpftraining, Bauchtraining. Da habe ich immer so eine Matte dabei. Ist natürlich jetzt hier bei dem Wetter. Bei dem Wetter jetzt draußen ein bisschen problematisch, aber wenn man will, findet man da was. Eine Lösung. So, wir fahren jetzt rechts. So wie Schnecke das sagt. Sieht doch gut aus. So, da wird richtig schön rausgezogen die Lenkachse. Sehr gut. Dem Winkel wäre ich. Moment mal. Ja, ist gut. Dem Winkel wäre ich locker mit einem normalen Dreiachs-Trailer an die Leitplanke gekommen. Aber so geht das. Das ist halt das Besondere an diesem Trailer mit dieser Lenkachse hinten. Schon eine schöne Sache. So, check it. Gerade Freund und Helfer auf der Gegenspur, meine ich. Da haben wir ordentlich runterbremsen müssen. Jetzt hätte ich hier wieder Lehrgeld bezahlt. Links halten. Okay. Und dann links abbiegen. Machen wir. Das mache ich doch glatt. Bitte links abbiegen. Navigationsfehler. Die Route wird neu berechnet. Im Straßenverlauf folgen. Du bist doch nicht zu retten. Links halten und dann links abbiegen. Bitte links abbiegen. Also richtig ärgern kann mich hier heute gar nichts. Oh, ja, die Vier. Oh. Zieht wie Schwein.
Oh. Wahnsinnig genug scheinen sie noch zu sein hier. So, dann locken wir die 75 ein. Das sieht doch geil aus, oder? Ja. Das ist durch dieses Schwarz, das ist einfach nochmal ein etwas anderer Style. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut. So, wartet mal, hier würde ich jetzt gerne mal in der Sonne ein Foto machen. So, von hier? Nee. Zwar. Oh ja, so. Thumbnail. Okay. So, jawohl. Dann wollte ich ja hier. Ja, so, das ist gut. Kommt doch mal ein bisschen dynamischer, ne? Gut, haben wir. Sehr schön. Speedomat ist drin. Ihr merkt, die Kehle wird langsam wieder besser. Demnächst rechts abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Das ist was für die kleine 4. Ich denke, dass sich das Auto hier auch richtig gut in der Vollautomatik fahren lässt. Aber irgendwie sind wir eine Handschalter-Spedition. Das heißt, alle wollen Handschalter fahren, weil sie sonst Angst haben, sie schlafen ein. Ach, guck mal hier. Das haben sie noch nicht angepasst, oder? Wir sind doch jetzt langsam im Übergangsraum hier. Ah, ja, zu Rumänien, Neumarkt am Mirisch, Leute, das ist schon eine ganze Weile her. Da hätte da auch die original rumänischen Namen jetzt nehmen können. Zeugt, das muss ich jetzt wirklich immer sagen, nicht von Feingefühl. Zwar eher was mit den Österreichern zu tun, aber das ist, Rumänien ist jetzt schon so lange ein souveränes Land. Aber vielleicht heißt das auch noch so auch auf Rumänisch. Wer weiß das schon? Ich nicht. Dafür war ich aber noch nicht oft genug in Rumänien, zumindest halt im Real Life. Zwei, dreimal schon. Motorrad, Dienstreisen. So, endlich die Bahn hier. Das wird aber auch Zeit. Dürfen noch 4 Stunden fahren. Och, Kollege, jawohl, da kommt vorne. So. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ups, muss man was nachschauen. So, LKW Ausfahrt ist recht. Rechts. Okay.
Oh, das ist aber schön gemacht. Fahren Sie durch das ganz rechte Tor weiter zur ausführlichen Kontrolle. Sehr gut. Die Route wird neu berechnet. Ja, Schnecke, das hast du nicht gewusst, ne? Das ist zu hier. Ah, okay. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen gut hier durch. Das ist immer geil. Also immer Kollegen, also freie Fahrt oder was? So. Hallo. Cheese. 70 tons. Okay, thank you. Gut. Ist hier schon oben die Schranke? Ja. Okay. Okay, noch eine Inspektion. Gut. Hammergeil. Das ist ja stark. Also, jetzt habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. So, wunderbar. Wir dürfen weiter. Kamera. Erster Gang. Bremse raus. Jetzt hier rechts wahrscheinlich, ja. Da ist Durchfahrt LKW verboten. Also hier rechts, genau. Links ist für LKWs verboten. Hier rechts darf ich weiter. Tonnen, das geht doch. Mit 17 Tonnen, 18 Tonnen ist der LKW nicht zu schwer. 18 Tonnen Gewicht, 34 haben wir. Das ist 16 Tonnen der ganze Zug. Ja, der Auflieger ist halt schwer, ne? Hey, Keri. Mal locker 34 Tonnen auf 46, 24 Tonnen reinballern. So, jetzt ab auf die Bahn. Wir müssen jetzt speeden, Kilometer machen. Das liest man doch gerne. 90, wunderbar. So. Sehr schön. Dann wollen wir sie mal einloggen hier. Ja, willkommen in Rumänien oder Moränien. Hey, das sagt man nicht. Saugeil. Jetzt gucke ich hier selber erstmal so ein bisschen.
Sieht aber toll aus, schon mal die ersten Meter hier. Oh, große 6 ist drin, jawohl. Einfach jetzt schön laufen lassen. Oh, das gefällt mir aber gar nicht hier. Das war, glaube ich, als wir... war das besser. Jetzt 85 mal eingeben. Wie läufst du da? Genauso blöd. So, alles raus hier, ne? Nächstes können wir jetzt mal ein paar Meter machen. Soll ich das bei eurem Duff Open Pipe Sound Mod auch schon mal aufgefallen? Also, das ist ja furchtbar. Bei 1200 Umdrehung der Sound, was das für einer ist, kriegen wir bestimmt gefixt. Hört dann halt wie bei so einem Urwelt, so eine Feder, so ran, 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 ran. Da ist die Sounddatei dann meistens nicht wirklich gut abgestimmt. So, jetzt will ich aber langsam mal gucken, wie und wo jetzt hier eine Schlorf möglich. Hier kommt was. Hier, da werde ich wohl ranfahren. Yep. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Bei 1400 haben wir das nicht, das Problem. Bei 1300 ist es leicht wieder zu hören. Okay. Ja, leider sehen wir jetzt nicht so viel. Aber es ist diese Datei. Okay, die funktioniert. Mal anschauen. Also irgendwas am Anfang oder am Ende ist da so ein Eingang, das ist nicht schön.
So, wir können ja gleich mal gucken, auch noch mal, wo der Janus steckt. Jetzt diese Ausfahrt nehmen. Orange irgendwas. Aber man nimmt das hier ab, dass man in Rumänien ist, mit diesen Bergen da im Hintergrund. Das nimmt man wirklich ab. Das ist schon gut gemacht. Gucken, was das Navi sagt. Hier noch dann eine Kreuzung und dann danach irgendwann kommt, glaube ich, schon noch eine Ecke. Eigentlich wollte ich 19 Uhr Schluss machen, aber müssen bis hier hinfahren. Wo soll ich mich, was soll ich denn hier machen? Oder da an den Dings mich hinsteuern, an diesem Hof. Es gibt natürlich auch noch keine Waschgelegenheit und nichts. Hier wäre das. Drüben, aber die Zeit, die schreitet schon ganz schön voran. Was da drüben? Und da ist was. Wenn nicht, stellen wir uns da dazu, wenn ich da ran darf. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Berechnen wir Route neu. Bitte wenden. Sieht aber ganz gut aus hier. Kann ich mich hier. Ich stelle mich hier, da geht's ja. Irgendwie mit hin. Neue Berechnung. So. Bitte wenden Sie. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Mexiko. Aber Zeit ist um. Deswegen würde ich jetzt so stehen bleiben. Wir stehen einigermaßen gerade. So, Freunde, wir sind ordentlich vorangekommen. Morgen geht es dann weiter. Richtung. Ja, schön durch Rumänien Richtung Bulgarien und einen halben Tag werden wir noch brauchen oder ein Drittel zumindest. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn nicht, gebt einfach ein Like und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Tom. Ciao.